So, jetzt geht es um den Abstand eines Punktes von einer Ebene. Dazu machen wir uns wieder eine Skizze, wie immer, und haben hier eine Ebene gegeben. Und diese Ebene ist zum Beispiel in Koordinatenform gegeben. X plus 2y plus 3z ist gleich 4. Und wir haben einen Punkt gegeben, der hat zum Beispiel die Koordinaten 1, 2 und 3. Und wir wollen jetzt den Abstand des Punktes von der Ebene ausrechnen. Das ist immer die kürzeste Entfernung und diesen Abstand nennen wir immer d für Distance. Also wollen wir rechnen d von Punkt zur Ebene. Das geht am besten mit der hessischen normalen Form oder ich nenne diese Formel einfach mal die Superformel von Hesse, denn es ist n1 mal p1 plus n2 mal p2 plus n3 mal p3 minus c. Das Ganze im Betrag, weil Abstände ja nur positiv sein können, durch den Betrag des normalen Vektors. Man erkennt hier schon, das ist so ähnlich wie eine Koordinatenform und es wird zu einer Form nach Hesse, weil wir noch durch den Betrag des normalen Vektors teilen. Okay, was sehen wir also? Wir sehen den normalen Vektor aus der Ebenengleichung. Da steht ja hier die 1 praktisch davor. Hier haben wir die 2 und hier haben wir die 3. Also ist unser normalen Vektor 1, 2, 3. Und die Koordinaten des Punktes sind auch 1, 2, 3. Dann schreiben wir mal, Vektor n1 ist also 1 mal p1 plus n2 mal p2 plus n3 mal p3 minus, und das c, das erkennen wir immer hier hinten, also c ist 4 minus 4. Durch den Betrag des normalen Vektors, also Wurzel 14. Und jetzt können wir entsprechend ausrechnen. 1 plus 4 sind 5, plus 9 sind 14, minus 4 ist also 10 durch Wurzel 14. Und das ist ungefähr mit dem Taschenrechner ausgerechnet. 10 durch Wurzel 14 ist ungefähr 2,67. Längeneinheiten. Und damit sind wir schon fertig mit der Superformel von Hesse. Das war's.